So, langsam schon mal hoch vom Sofa, aufstehen. Die Musik, die es hier nämlich gleich gibt, die geht mit Sicherheit in die Beine, denn sie kommt vom Pop-Dance-Duo Soul Brothers. Die waren im vorigen Jahr schon mal bei uns, damals noch im alten Studio, vielleicht erinnern Sie sich. Und hier sind Prinz Amau, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Und Gary Harrison, hallo, hi. Schön, dass du da bist. Gutes Jahr gewesen für euch, erfolgreiches Jahr? Ja, man kann sagen, wir haben Spaß. Und das ist auch wichtig. Ihr habt Spaß, aber eure Musik läuft auch gut oder so? Also nur Spaß geht ja nicht. Irgendwie muss man ja auch erfolgreich sein. Ja, viel Tournee, überall Deutschland. Auf jeden Fall viele Reise. Ja, wir sind ein bisschen jetzt fertig, fix und fertig, aber... A little bit tired, ja, yeah, ein bisschen fertig. Bit, yeah. Ja, aber es ist endlich Sommer, ne? Ja. Und passend dazu habt ihr einen schönen Sommerhit gemacht, ja, Miss Centerfold. Das ist schon mal von eurem neuen Album, ja? Ja, von dem neuen Album. Es ist noch eine Auskopplung von dem neuen Album. Letztes Jahr haben wir vorgestellt, denn die eine Coverversion, da war vom You Are My Sunshine. Und dieses Jahr dann irgendwo langsam kommen jetzt die Originaltracks und das haben wir selbst geschrieben und wir haben das letztes Jahr in Amerika gestartet, war erfolgreich und wir haben das langsam jetzt in Deutschland den Gebrauch jetzt und wir sehen, wie der sich bewegt jetzt und ich glaube. Mit der Tour, wir machen die letzte Zeit, Menschen haben Spaß dran und es ist auch viele Versionen drauf. Mhm. Ja. Eure Tour, macht ihr die nur alleine oder habt ihr eine Band oder macht ihr das mit Halbplayback? Haben wir auch mit Band dazu und kommt davon, welche Situation. Ja. Dann haben wir auch Halbplayback, kommt davon für die Situation und wie wir uns präsentiert. Aber mit Band macht wahrscheinlich mehr Spaß, auf jeden Fall, ja. Da hat man mehr Freude auf der Bühne, mehr Power. Das ist immer die Kosten, sage ich. Man muss denken heutzutage, die Leute haben nicht mehr so viel Geld, Musik zu präsentieren. Du hast gesagt, jetzt auf dem Album mehr eigene Musik. Also von den Coverversionen seid ihr jetzt völlig weg oder wird es auch mal wieder was geben? Nein, ich meine, wir sitzen auch jetzt wieder im Studio parallel und wird auch wahrscheinlich, hoffentlich in den nächsten Monaten, sagen wir jetzt, nächstes Jahr, verspreche auch viele neue Songs. Und auch natürlich Covers wieder und auch original. Aber überraschend muss die Leute selbst reinholen. Also noch reinhören. Du bist nebenbei noch auf der Akademie in Köln, ja? Ja. Wo soll es hingehen? Was sind so die Pläne? Der Plan ist, ja, Leute zu aufbauen. Für Zukunft, vielleicht für Casting. Und ja, weiter die Karriere aufbauen. Wollt ihr beide zu zweit bleiben oder plant ihr vielleicht irgendwie eine größere Gruppe draus zu machen? Also vier ist ja eine gute Besetzung oder seinerzeit gab es noch größere, wenn man lange, lange zurückdenkt, so Les Humphreys Singers, das waren ja dann schon eher 15, 20 Personen. Oder sagt ihr, nein, zu zweit ist okay? Sowieso eine Mannheimer. Ja. Ich meine, man hört den Namen Soul Bros, das ist Abkürzung von Soul Brothers. Ja. Aber könnten ja noch mehr Brüder werden. Ja, aber viele Leute da kennen uns mittlerweile, weiß genau, dass wenn man sieht, unsere Shows wachsen sich immer. Deshalb, wir haben Shows mit, wie auch gerade jetzt gesagt, mit Live Percussions Band. Wir haben auch viele Shows mit Dancers. Letztes Mal waren wir in Holland. Wir haben 25 Mädels auf der Bühne gehabt. Also auch Sisters, ja? Nee, das sind brasilianer Dancer, Samba. Ja. Weil auf dieser CD gibt auch Latiano Mix da. Und da haben wir dann irgendwo in Holland präsentiert. Und wir haben 25 Frauen mit Trommlers, alles auf der Bühne. Das ist Kontrawahn. Ich meine, es macht Spaß, wenn es voll auf der Bühne, aber trotzdem, und die Musik zu machen, wie das bis jetzt gelaufen ist, man kennt uns beide und wir wollen lange dabei bleiben, weil wir haben auch viel vor, viele Geschichten zusammen zu machen. Aber immer so diesen Drive in der Musik, also Soul soll schon so der grundlegende Style. Wir sind offen für zum Beispiel diesen Play Me Album. Wir haben viele verschiedene mit Rock, Balladen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bunt. So musikalische Vorbilder, vielleicht so Casey and the Sunshine Band oder was? Ich mag gerne die 70er, ja. Ja? So Casey and the Sunshine Band und Earth, Wind and Fire. Ja, also so in die Richtung. Oldschool, ja. Du lachst, ne? I'm more the Reggae Guy. Ich bin mehr von der Bob Marley, ist mein großes Vorbilder. Und ich habe auch deine Dinge wie jetzt Lionel Richie oder sowas. Man hört das auch in unserem alten Album. Da gibt da All Night Long. Also wir unterschiedliche Geschmack. Unterschiedlich wahrscheinlich. Du wahrscheinlich eher so Motown, ja? Richtig. Ja, und du wahrscheinlich sind da so ein bisschen Einflüsse auch so aus Afrika dabei. Du bist ja aus Nigeria. Ja, ich bin auch lange in Europa. Ich habe auch damals viel gemacht mit der Dance. Und deswegen, ich bringe auch meine Dance-Influence rein. Das heißt, es ist eine gute Mischung. Wir beide blenden zusammen und hat man, ja, man tut das zusammen. Amerikanische Popkultur treffen afrikanische. Ja.
So ist das. Es muss auch für die Europa passen, das ist wichtig. Wir haben gerade im Center vor, jetzt im Moment, diese Version, die läuft in Deutschland jetzt, ist eigentlich anders, als was läuft in den USA. Seit letztes Jahr läuft eine andere Version in den USA. Und wir haben das getrennt, weil das, wir mussten sehen, dass Deutschland auch bekommen, was passt zu dem? Welche Version? Habt ihr schon mal Nigeria gespielt? Oh, das ist nicht im Plane, weil im Moment läuft sehr gut in Europa erstmal. Und ich meine, irgendwann mal vielleicht, aber im Moment gibt noch nicht den Plan. Wir tun so viel für Afrika, wir beide. Wir haben vor Jahren einmal Geld gesammelt für Kinder in Not in Afrika. Ja. Wir tun das auch wieder. Ich glaube, dieses Jahr, vor dem Ende des Jahres, wollen wir auch einen neuen Song gemeinsam mit anderen Leuten. Ja. Unter anderem Namen, der heißt Voices. Und da wurden auch einige Songs für die Welt. Also so in der Art wie früher mal USA for Africa, sowas in der Art, ja? Yes. Wir machen das immer ständig, wir haben das jahrelang gemacht und jedes Mal wurde immer ein neuer Song gemacht und Geld gesammelt für Kinder in Not. Okay. Ja. Wo seid ihr das nächste Mal in Berlin? Wisst ihr das zufällig gerade? Wo seid ihr live zu sehen in Berlin? In dem momentan sind nicht, wir waren vor einem Monat nicht in Berlin. Vor einem Monat waren wir hier. Ja. Und, also auf der Internetseite gucken oder CD kaufen. Richtig. Danke, dass ihr hier wart, Soul Brothers. Danke euch beiden. Viel Erfolg weiterhin. Danke. Und jetzt, wie gesagt, hoch vom Sofa, ein bisschen mittanzen bei Soul Brothers und Miss Centerfold. Bis dahin, tschüss. Wir sehen uns morgen wieder. The way you learn, it makes me smile. I don't care what they say, you're my Miss Centerfold. The way you walk, the way you talk, the way you laugh, it makes me smile. I don't care what the people say, Miss Centerfold. She walks, the way she talks, the way she laughs, she makes me smile. I don't care what the people say, Miss Centerfold. When the world is turning around her, all the boys are thinking about her. Let me know if you really wanna know her. Make you really feel like checking in a pump pump. Everybody wanna check the pump pump. Do you really know how to check the pump pump? Here we go. Try to know you, make him really feel like checking your pom-pom. Everybody wanna check your pom-pom. Do you really wanna shake the pom-pom? Here we go, wanna make it. Everybody wanna jam now. All the girls gonna make you feel good. Let me know now. Don't you know I don't care what they talk about you. You're my lady. They talking dirt through the town. I'm still proud, proud to know. The way you walk, the way you talk, the way you laugh, it makes me smile. I don't care what they say, you're my Miss Centerfold. You're mine. The way you walk, the way you talk, the way you laugh, it makes me smile. It makes me smile. I don't care what the people say. Miss Centerfold. The way she walks, the way she talks, the way she laughs, she makes me smile. She makes me smile. I don't care what the people say. Miss Centerfold.